Der existierende Mensch. Eine existenzanalytische und logotherapeutische Radiosendung auf Freirad, freies Radio Innsbruck auf 105,9. Näheres zu dieser Sendung sowie zu vergangenen und zukünftig geplanten Sendungen finden Sie unter www.sinn-los.at. Durch die Sendung führt Sie Markus Felder, Psychologe und Psychotherapeut, Existenzanalytiker. Willkommen zur heutigen 8. Sendung der Sendereihe Der existierende Mensch. Alle jene, die die Sendung live auf 105,9 Freirad im Stadtgebiet Innsbruck hören, Sie hören die Sendung mit Musik. Für alle jene, die die Sendung nachhören, im Internet, unter YouTube oder unter iTunes, Sie können leider die Musik nicht mithören. Aufgrund von Copyright-Vorschriften wurde diese leider entfernt. Aber Sie können sie das nächste Mal, wenn Sie wollen, auch über Internet-Streaming mit live hören, auf der ganzen Welt verfügbar. Gehen Sie einfach unter www.freirad.at und klicken Sie auf das Play-Symbol, dann haben Sie immer die aktuellen Live-Sendungen. Die heutige Sendung ist eine aufgezeichnete Sendung. Leider habe ich mir beim Skifahren das Kreuzband gerissen und kann somit nicht zu Ihnen live sprechen. Ja, aber trotzdem würde ich sagen, dass es sich um eine ganz, ganz interessante Sendung handelt. Heute zu einem ganz interessanten Thema, wie Sie am Anfang schon gehört haben, Hubert von Geusern, weit, weit weg. Es geht um das Thema Heimat. Heimat, glaube ich, ganz, ganz ein wichtiger Begriff. Ein Begriff, der uns alle auch sehr, sehr berührt. Ich habe ganz interessante Studiogäste hier bei mir. Zum einen Shenai. Entschuldigung, wenn ich es vielleicht ein bisschen falsch aussprich, aber die Shenai wird es dann genau sagen. Chadirce und Oskara. Beides Pädagogen, Pädagoge, Pädagogin. Beide mit Erfahrungen in den Bereichen Erziehung, Bildung, Beratung. Und ganz viel Erfahrung in dem Bereich Menschen mit Migrationshintergrund. Ich denke mal, gerade für Menschen mit Migrationshintergrund ist natürlich das Thema Heimat auch nochmal vielleicht ganz ein eigenes Thema oder vielleicht auch das gleiche Thema, was wir für Sie und für mich. Aber da glaube ich, kommen wir bei der Sendung noch ganz gut dazu. Ja, wie Sie es gewohnt sind, meine Damen und Herren, zu Beginn, dass Sie ein bisschen meine Studiengäste näher kennenlernen, wieder der existenzielle Steckbrief, der sich eigentlich ganz gut, ja, das hat sich ganz gut eingebürgert und ich glaube, da kommen wir auch ganz gut hin zu den Personen. Ja, Os, Name. Hallo Markus, Oskara ist mein Name. Mhm. Shenai? Shenai Chatterjee ist mein Name. Mhm. Da hören Sie es, so wird es richtig betont. Os, geboren? Lieber Markus, ich bin in Innsbruck geboren, bin bis zu meinem ersten Lebensjahr in Innsbruck gewesen, dann aber nach meinem Mutterland, also in die Türkei, wieder zurück. Shenai, geboren? Ich bin in Reutte geboren, also bis 3 war ich in Reutte und mit dem dritten Lebens, da bin ich dann in die Türkei zurückgekehrt. Mhm. Os, aufgewachsen? Ja, wie gesagt, mit meinem ersten Lebensjahr bin ich dann in die Türkei zurück zu meiner Oma und bin dann bis zu meinem 13. Lebensjahr bei meiner Oma in der Türkei gewesen und dann wieder nach Innsbruck, beziehungsweise nach Tirol. Mhm. Shenai, du hast ja auch schon ein bisschen was gesagt. Wie bist du aufgewachsen nochmal vielleicht? Also in der Türkei bin ich aufgewachsen, mhm. Also in der Stadt in der Türkei. Die Volksschule habe ich in der Türkei besucht und auch die Hauptschule. Ja, und so mit 15 bin ich wieder nach Österreich zurück. Mhm. Okay. Gekommen. Genau. Os, was verbindest du denn mit deiner Kindheit? Wenn so blitzlichtartig ein bisschen an die Kindheit denkst, was kommt denn da daher?
Ja, das mich verbinde mit meiner Kindheit eigentlich, dass Freundschaften beenden, aber auch wieder Freundschaften beginnen. So, ich habe ganz viele Freunde von mir hinter mir gelassen, weit weg von mir, die ich immer wieder so ein bisschen sehe und auch vermisse sehr und auch immer noch ein bisschen in Kontakt bin, aber jedoch wieder neue Freunde kennengelernt und deshalb das Erste, was mir bei so mit meiner Kindheit einfällt, ist einfach, ja, der erste Verlust nach Freunden und Bekannten und Verwandten. Schöne, was verbindest du so mit deiner Kindheit? Also ich würde sagen, eher, also ich verbinde mit meiner Kindheit die Türkei, also die Heimat, weil ich doch, also in der Türkei aufgewachsen bin. Ja, das ist eigentlich das, was ich halt mit der Kindheit verbinde. Okay. Und dann, wenn wir so einen Sprung machen, so von den, wo du gesagt hast, so Kindheit, wo viel mit Verlust erleben einfach auch, mit Abschied auch zu tun hat. Und dann? Ja, dann ist es am Anfang nochmal schwerer gewesen, für mich, neue Orte kennengelernt, neue Menschen begegnet, eine Sprache, die mir fremd ist, die ich nicht beherrsche, die ich nicht kenne, eine Kultur, die mir fremd ist, die ich nicht kenne, die ich nicht beherrsche, ja, eine Religion, die mir unbekannt ist. Eigentlich, ja, der Anfang war schwer. Sehr schwer. Okay. Schöne. Und dann bei dir? Wie es dann weitergegangen ist, oder? Ja. Ja, es war ganz schwierig, ganz am Anfang wieder, oder halt mit 15 in Österreich zu sein, was mir alles fremd ist, die Sprache, die Kultur des Menschen oder des Landes. Ja. Vielleicht noch das letzte von existenziellen Steckbrief, was wir so haben. Was magst denn du gern? Schmilatknödel. Spinnerknödel. Schöne, was magst denn du gern? Muss das was zum Essen sein? Na, muss gar nichts zum Essen sein. Kann auch was sein, was du gern machst. Ich mag gern tanzen. Magst gern tanzen? Genau. Aha. Ja, meine Damen und Herren, Sie hören ganz, ganz interessante Sendung, gell? Sie hören ganz unterschiedliche Geschichten, teilweise Ähnlichkeiten in den Geschichten. Ich finde es total schön, dass sich so meine heutigen Studiogäste auch darauf einlassen, einfach auch persönliche Sachen zu sagen, weil ich denke mal, da kommt man dann ein bisschen hin, da kommt man dann auch mit dem Gefühl hin. Wie geht's denn? Was ist denn da für ein Gefühl da? Was heißt denn das? Und nur dann, glaube ich, können wir ein bisschen so über den Tellerrand hinausschauen, gell, auch in Richtung, okay, was heißt denn dann Heimat, ja? Und wie geht's uns mit dem Begriff? Ja, ich hab's uns einiges an Musik mitgebracht. Ich glaube, jetzt passt gut an Musik rein. Was darf man denn spielen? Ja, ich würde mir gern wünschen, Hasretin Neander gönnen. Ja, das verbinde ich auch ein bisschen mit Heimat. Ja, dann spielen wir das. Damen und Herren, Sie hören Der existierende Mensch, die monatliche Radiosendung hier auf 105,9 Freirad, hier im Stadtgebiet Innsbruck, beziehungsweise innerhalb Tiroler im Kabelnetz oder auch im Internet verfügbar, entweder als Stream. Dann hören Sie die Live-Sendung. Vorteil der Live-Sendung ist, dass Sie die Sendung inklusive der Musik hören. Sie können aber auch die Sendungen nachhören. Dann gehen Sie einfach auf www.sinn-los.at und da können Sie dann die Sendungen herunterladen auf den verschiedenen Plattformen und noch einmal hineinhören. Und Sie können mir bitte auch, wenn Sie irgendwelche Themenvorschläge haben oder wenn Sie gern was sagen wollen zur Sendung, dann können Sie mir das gern entweder schicken in Form von Textbeiträgen. Sie können ja gern was aufnehmen und mir das dann zum Beispiel MP3 oder WAV-Datei oder wie auch immer zu mailen und ich spiele es dann gerne in die Sendung ein. Das heutige Thema der Sendung Heimat und Sinn.
Wir haben jetzt gerade sehr viel auch gehört, so über meine zwei Studiogäste, über die Schenai und über den Oos, so mit ihren eigenen Biografien, mit ihren eigenen, ja, Geschichten, die sie bis jetzt erlebt haben, wie sie hier nach Österreich kommen sein, wie sie aufgewachsen sein. Und da möchte ich Ihnen gerne noch kurz was vorlesen aus einem Tagungsbericht der GLE, der Gesellschaft für Logotherapie Existenzanalyse. Und hier schreibt Alfred Lengle, ein Vertreter dieser Richtung: Denn die Freiheit realisiert der Mensch gegenüber biologischen, soziologischen und psychologischen Faktoren, aber ebenso gegenüber den biografischen Fakten des eigenen, festgelebten Lebens, das durchaus schicksalhaften Charakter hat. Er zitiert da Viktor Frankl, ja, der so einfach beschrieben hat, dass es drei wichtige Bereiche gibt, da wo auch auf der anderen Seite ein Leid entstehen kann und wo auf der anderen Seite auch wertvolle Sachen entstehen können. Und das sind zum einen biologische, soziologische als auch psychologische Faktoren, aber auch so die eigene Biografie, die eigene Geschichte. Ja. Und Lengle schreibt da weiter und das finde ich ganz interessant. Und dennoch ist es niemals nur unabänderlich und starr, sondern kann im Lichte neuer Empfindungen, Zusammenhänge und Einstellungen gänzlich neue Gestalt erhalten, als ein Zeugnis der Lebendigkeit des Menschen über Epochen seines Lebens hinweg. Und ich glaube, das ist das, was wir auch immer wieder erleben, gell? Dass man, auch wenn man Bereiche des Lebens hat, wo man sehr herausgefordert gewesen ist während der Kindheit oder auch in der Erwachsenenzeit, ja, dass es trotzdem im Laufe der Biografie eine ganz wertvolle Zeit gewesen sein kann, wo man sehr wohl dann auch Ressourcen, wo man sehr wohl dann auch wichtige Elemente herausgeschöpft hat für sein Leben, für das, wo man jetzt da ist. Die heutige Sendung, Heimat, und da würde mich interessieren, ich habe euch ja ein bisschen so dieses Thema, ich habe euch am Anfang gefragt, ja, über was könnte man denn reden? Und ich habe so spontan gesagt, ja, Heimat würde mich interessieren. Oos Schenai. Wieso Heimat? Wie seid ihr auf das Thema gekommen? Ja, Heimat. Wieso Heimat? Weil es auch für mich selber, für mich persönlich eine wichtige Frage ist, zu dem ich immer noch selber keine Antwort habe. Auch eine existenzielle Frage, wo bin ich denn daheim? Oder was ist daheim? Bin mit 13 Jahren, wie gesagt, nach Österreich, nach Tirol, in einem kleinen Dorf im Oberland aufgewachsen, habe sehr schnell neue Freunde gefunden, ein neues Leben, neue Kultur kennengelernt, ein neues Religion begegnet und dann, das hat einfach alles zu meiner eigenen Identität irgendwie nicht gepasst. Und daher ist die Frage immer wieder vorgekommen und immer offen gewesen für mich. Was passiert? Wo gehöre ich hin? Mittlerweile habe ich auch die österreichische Staatsbürgerschaft. Das heißt, für sehr viele in Österreich bin ich immer noch ein Migrant oder ein Österreicher mit Migrationshintergrund. Aber gleichzeitig auch für meine eigenen Leute in der Türkei bin ich ein Türke aus Österreich. Das heißt, ich brauche ein Visum, damit ich überhaupt in der Türkei einreisen kann. Deshalb war das daheim für mich ganz wichtig. Ja, und deswegen wollte ich auch über die Heimat sprechen und daheim. Mhm. Heimat und daheim. Wo ist meine Heimat und wo bin ich daheim? Mhm. Ich glaube, ganz interessante Bereiche, über die man so vielleicht gar nicht nachdenkt. Beziehungsweise die, was ihnen so zuerst gar nicht in den Sinn kommen. So wie du sagst, so auf der einen Seite, so in der Türkei, um in die Türkei zu reisen, brauchst du ein Visum. Und um hier zu bleiben, da hast du dann auch irgendwie so, okay, du hast die österreichische Staatsbürgerschaft und trotzdem, aha, so richtig, ja. Das stimmt, ja. Also schwierig. Ja. So. Heimat, Schenai. Heimat für dich? Du hast ja am Anfang gleich gesagt, ja, okay, Heimat interessiert mich. Ja. Genau. Wieso Heimat? Ja, weil
ich eben Migrationshintergrund habe und ich bekomme dann immer wieder die Frage, wo fühlst du dich zu Hause? Fühlst du dich eher in der Türkei zu Hause oder fühlst du dich in der Türkei wohl oder hier in Österreich? Also was ist dein Zuhause? Und das ist dann oft jetzt für mich also oft schwierig, das zu sagen, also wo fühle ich mich wirklich zu Hause? Das ist ganz, ganz eine schwierige Frage dann. Genau. Okay, ja. Also von dem her ganz spontan, ja, das wäre gut, darüber zu diskutieren oder halt das einfach als Thema zu nehmen. Ja. Okay, ja. Zu Hause, Heimat, meine Damen und Herren. Ich habe da so im Internet recherchiert, auch zu dem Thema Kultur, Kulturkompetenz findet man immer wieder mal da drinnen. Man findet sowas wie interkulturelle Kompetenz. Und vielleicht bevor wir da eingehen, und auch was das vielleicht auch mit Heimat zu tun hat, oder wo es da Unterschiede gibt, möchte ich nur ganz kurz eine andere Person zur Sprache kommen lassen, ja, Verena Schlichtmeier vom Verein Ancyra. Gerade der Verein Ancyra richtet sich ja auch speziell an Personen zum einen mit einem Fluchthintergrund, ja, mit einer Fluchtthematik, aber auch auf der anderen Seite mit Migrationshintergrund beziehungsweise auch anderen Ländern, ja. Ich habe sie ganz kurz vor der Sendung interviewt, habe ganz kurz gesagt, Ma, Verena, könntest du uns nicht noch ein bisschen was sagen zum Thema Kultur? Und ich glaube, das passt ganz gut rein. Also ich spiele es Ihnen einmal vor, meine Damen und Herren. Kultur, denke ich, ist grundsätzlich ein Begriff, da muss man sich ganz genau anschauen, wer den wann wie verwendet. Weil ich in den letzten Jahren zunehmend denke, dass Kultur immer wieder verwendet wird, um Unterschiede zwischen Menschen zu begründen und dann auch zu zementieren. Also dass Kultur sowas geworden ist wie ein, also man redet auch von kulturalistischem Rassismus, also wo wirklich Unterschiede zwischen Menschen wie zur Natur wären und das so ausschaut, als wäre das was Unveränderbares, was wie eine Wesenseigenschaft einer Person wäre, eine Kultur. Und Kultur ist aber was hybrid ist, was durchlässig ist, was sich verändert, was Menschen jeweils individuell sich aneignen, was nicht über einem steht, sondern was im alltäglichen Tun immer wieder entsteht. Und das, was so mit kulturalistischem Rassismus gemeint ist, ist, dass immer wieder eben Unterschiede zwischen Menschen mit Kultur begründet werden und dann auch sowas wie soziale Unterschiede zum Beispiel überhaupt nicht mehr gesehen werden. Und das manchmal was im Grunde mit unterschiedlichen Rechten zu tun hat, auch in Österreich, also für Menschen mit Migrationsgeschichte zum Beispiel, mit unterschiedlichen Rechten zu tun hat, mit unterschiedlichen Zugangsmöglichkeiten, mit unterschiedlichem Zugang zu Ressourcen. Dass so soziale und rechtliche Unterschiede mit kulturellen Argumenten abgesichert werden. Und da, finde ich, liegt der totale Gefahr in dieser Verwendung dieses Kulturbegriffs. Ja, Verena, danke schön für diese Wortmeldung. Ich finde es ganz, ganz eine wertvolle, wichtige Wortmeldung zum Thema Kultur, wie du dir jetzt da eingebracht hast. Habe ich noch was gefunden beim kleinen Prinzen. Ja, da steht ganz eine interessante Geschichte drinnen, wo, glaube ich, auch nochmal so dieses Kulturthema gut herauskommt. Also vielleicht kennt ihr es auch, ja, liebe Zuschauer, oder vielleicht kennt ihr es was auch, Hosan Şenay. Macht es vielleicht einmal zu, vielleicht habt ihr auch sowas erlebt, beziehungsweise vielleicht können wir nachher auch noch weiter darüber diskutieren. Die Geschichte geht folgendermaßen. Ein türkischer Astronom entdeckte im Jahr 1909 mit Hilfe eines Fernrohres einen Asteroiden. Auf einem internationalen wissenschaftlichen Kongress berichtete der Forscher über seine Entdeckung. Doch niemand glaubte ihm, da er bei seinem Vortrag in traditioneller türkischer Kleidung auftrat. Anscheinend war das der Grund. Einige Jahre später, die Türkei hatte inzwischen die traditionelle Kleidung gegen eine europäische Mode eingetauscht, hielt der Wissenschaftler in einem eleganten Anzug den gleichen Vortrag erneut und fand die uneingeschränkte Zustimmung seiner Kollegen. Was sagst du dazu? Ja, das wird auf jeden Fall, also ich bin der Meinung, dass es eine wahre Geschichte ist und dass sehr viel dahinter steckt.
auch ich begegne das jeden Tag in meiner Arbeit oder öfters in verschiedenen Behörden hier in Tirol. Und deswegen glaube ich auch, dass das, ja, dass das stimmen wird, dass es Vorurteile gibt. Okay. Ja. Ja. Jeanette, du kennst ja auch die Vorurteile? Ja. Genauso wie also der Ost sagt, das begegnet dann öfter. Ja, aufgrund bestimmter Äußerlichkeiten, eben so wie die Geschichte erzählt, oder? Dass man da dann Vorurteile hat und dass man das immer wieder begegnet. Dass man selber betroffen ist oder halt das immer wieder erlebt. Aufgrund der Sprache, aufgrund der Äußerlichkeiten. Ja. Möchtest du da was sagen? Brauchst du jetzt nicht genau sagen, wo, was, wie, aber vielleicht ein bisschen anonymisiert, keine Ahnung. Einfach, was war denn so das Ungeheuerlichste, was denn passiert ist, aus? Ja, also ich kann da mehrere Beispiele geben, aber so auf die Schnelle fällt mir zum Beispiel ein, dass bei einer Begleitung von einem Klienten von mir einfach der Mitarbeiter in einer bestimmten Behörde einfach mich ignoriert hat und wahrscheinlich gedacht hat, ich bin nur eine Begleitung, eine Verwandte von dieser Klientin und möchte sie sprachlich unterstützen. Und sehr oft passiert mir einfach auch, dass eine fachliche Kompetenz von uns im Hintergrund, dass man das einfach nicht berücksichtigt, beziehungsweise sich das auch nicht vorstellt, dass es sowas sein kann, dass eine Pädagoge, eine Psychologe jemanden begleitet, sondern gleich der Verwandte und der hat ja nichts zum Sagen. Und erst wenn man das dann zur Wort bringt, dass man als eine Pädagoge oder als Psychologe jetzt in meinem Beruf mitgekommen ist und dass das eine Klientin von uns ist, dann ändert sich halt die Situation. Und ich denke mir einfach, dass es auch mit dem zusammenhängt, einfach mit den Vorurteilen. Ja. Meine Damen und Herren, diese Kleiderordnung, die dazu mal von kleinen Prinzen da beschrieben worden ist, scheint immer noch da zu sein. Ja. Das Äußere, die Einschätzung des Äußeren und dann die Verbindung mit Kompetenz, mit allen möglichen, nicht nur bei Asteroiden, sondern, wie wir hören, auch leider in vielen anderen Bereichen. Jeanette, du hast mir auch ein bisschen Musik mitgenommen. Genau. Was sollen wir denn spielen? Ben Birmato Osa. Okay, dann spielen wir das. Meine Damen und Herren, Sie hören Der existierende Mensch, die monatliche Radiosendung hier auf Freirad 105,9. Sie können auch Informationen zu dieser Sendung auf www.sinn-los.at, wenn Sie den ersten Link anklicken, herunterladen bzw. sich einfach informieren, um was es geht bei dieser Sendung. Heute meine zwei Studiogäste hier, Os und Jeanette, zu dem Thema Heimat und, ich denke mal, so den Bereich Migration, fremd und doch nicht fremd mit den ganzen Positiven und Negativen. Und da habe ich noch ganz eine gute Wortmeldung von der Verena Schlichtmeier aus dem Verein Akyra. Und sie hat da was zum Bereich Integration mir gesagt. Das möchte ich ganz kurz einspielen. Das Buch heißt Die Integrationslüge von Martin Schenk. Also es ist immer dann was Kultur, wenn es im Sinne der Mehrheitsgesellschaft ist, dass es wie Kultur ist. Also er sagt zum Beispiel, wenn jetzt ein Attentat in Österreich von einem Katholiken verübt wird, dann ist es kein Religionsdelikt. Wenn es von einem Muslim verübt wird, kann es schon sein, dass es ein islamistischer Terror ist. Also wie schnell was mit Kultur belegt wird, wenn es der Mehrheitsgesellschaft quasi zunutze ist. Und wenn es nicht Mehrheitsgesellschaftskultur ist, sondern die den anderen zugeschriebene Kultur. Das Buch heißt Die Integrationslüge von Martin Schenk. Ja, meine Damen und Herren, ich glaube, das untermauert das auch nochmal oder unterstreicht das nochmal, was der Os einfach auch berichtet hat von seinen Erlebnissen und die Jeanette auch, so das tägliche Brot, sage ich mal, so mit dem, was zugeschrieben zu bekommen, ja, weil man vielleicht anders ist. Anders, als wie Verena Schlichtmeier gerade gesagt hat, so die Mehrheitsgesellschaft. Os, du blätterst gerade in einem ganz interessanten Buch. Möchtest du uns da was draus vorlesen? Ja, das würde ich sehr gern. Und zwar
ist das ein Projekt vom Verein Multikulturell. Und da hat eine Kollegin ein schönes Gedicht geschrieben über die Türkei eigentlich, über Heimat, über Kapukule. Und Kapukule ist die erste Grenze, Grenzübergang, wenn man in der Türkei ist. Und wenn man diese Grenze dann überschritten hat, dann ist man daheim. Für uns Migranten ist das so. Und dann, ich würde gern dieses Gedicht von ihr mal vorlesen. Ich sehe Kapukule nach 3 Tagen Fahrt. Ich komme. Oh, du mein Heimatland. Vermisst habe ich dich, die Luft, die Erde. Schau, ich habe Grenzen überquert. Doch keinen Staat konnte ich lieben, so wie dich. Dein Duft macht mich lebendig, umarmen könnte ich dich. 10 Jahre habe ich dich nicht gesehen, nicht gespürt, nicht anfassen können. Aber Heimat, vergessen konnte ich dich nicht. Sogar in meinen Träumen kamst du vor. Die Familie, die rund um den Tisch sitzt, Raki trinkt, Saz spielt und unsere Sprache spricht. Die Straßen habe ich vermisst, sogar die kaputten Häuser. Die Kinder, die ganze Zeit Anne schrien. Oder den Maisverkäufer, wenn er seine Ware anpreist. Sıcak mısır, gel abi, gel abla, sıcak mısır. Die Straße lebt, ich höre es, jeder hört zu. Ich spüre die Freiheit, die Zugehörigkeit. Wenn ich an den Geschäften vorbeigehe, höre ich meine Musik, Heimatmusik. Nie klang es schöner in meinen Ohren. Die Düfte aus den Lokalen, Döner, Köfte, Iskender, die Teigwaren, Baklava, Poğaça, das Wasser läuft mir im Mund zusammen. Den Bazar, ihn darf ich auch nicht vergessen. Jeder handelt, kein Preis ist fix, nichts geplant, nimm dir, was du willst. Sogar um 11 Uhr nachts kann ich noch einkaufen. Ich bekomme alles, was mein Magen mir befiehlt. Alles lebt, die Bäume, das Meer, die Menschen. Ich bin von Ängsten befreit, wie frei ich bin. O meine Heimat, du betäubst, umarmst mich, egal was andere sagen, ich bin ein Kind. Sehr berührende Geschichte, ja. Der Autor, weiß man da was von dem? Das hat eine Kollegin geschrieben. Ja. Und zwar heißt die Dame Yasemin Vurgun. Okay. Die in diesem Projekt mitgearbeitet hat. Ja, ja. Ja, vielleicht noch kurz zum Projekt. Das heißt, also es war ein Projekt vom Verein Multikulturell und Heimat, wo bist du, was bist du? Das, was da beschrieben wird, kennst du das, Os Şenay? Kennst du das? Ja, das ist ich schon, ja. Mir auch nicht fremd. Genau. Wo bist du und was bist du? Ja, ja. Mhm. Und die Autorin beschreibt ja Heimat, für dich ist ganz klar, Heimat liegt in der Türkei, oder? So, ihr genau. Zwei habt ja gesagt, für euch ist nicht so ganz klar, wo, wie, was. Wenn ich ein bisschen da nachgeschaut habe, so in der Literatur, dann findet man zum Beispiel bei Kolb und andere, 1999 hat er das geschrieben, der hat sowas genannt wie offene, multiple Identitäten in einem sogenannten Patchwork-Modell. Das heißt, der beschreibt wirklich sowas, dass es sowas wie was Zusammengesetztes ist. Dass man eigentlich gar nicht einmal so das sagen kann, wie du ganz gut betont hast, sagst, Şenay, so entweder oder, sondern dass es teilweise beides ist, teilweise auch getrennt, teilweise nicht, teilweise schon. Also vielleicht, denke mal gerade bei Patchwork-Decken, da kommt dann was Neues raus, das was auch was Einzigartiges darstellt. Ja. Mhm. Könnte man das so sagen, Şenay? Ja. Das heißt, du würdest dir ein bisschen schwerer tun, da so eine, ja. So eine Geschichte zu schreiben, die wäre vielleicht auch nochmal umfassender. Genau. Weil Heim, also ich fühle mich wohl oder ich fühle mich zu Hause, wo ich das Vertrauen habe. Und das habe ich jetzt, also wo mir vertraut ist, also das ist der Ort, wo mir vertraut ist. Und
der Ort, wo ich jetzt lebe, ist mir vertraut. Okay. Und es ist also der Ort, wo ich jetzt in der Türkei lebe, ist mir auch vertraut. Also ich kann jetzt sagen, ich habe zwei Heimat. Ja, ja. Zwei zu Hause, ja. Zwei, beziehungsweise ich stelle mir also die Frage, wie du sagst, so diese Kompetenz, so den Ort, da wo ich bin, dermaßen ein Vertrauen gegenüberbringen zu können, oder? So als wie fast Heimat in dir selber zu sehen, als wäre du die Zentrale von dem. Ja. Genau. Ja. Für die aus? Ja, also ich würde mir leichter tun zu sagen, oder ich glaube, dass meine Heimat eigentlich schon die Türkei ist, aber mein Zuhause in Innsbruck in Tirol ist. Okay. Ich würde mir jedoch, ja, vielleicht könnte ich mir auch Tirol, Österreich als Heimat dann irgendwann vorstellen, wenn mich auch Einheimische einer von ihnen sehen würden, als einer von ihnen, als Einheimischer und nicht als Migrant. Ja, ich glaube, das ist ein Punkt, wo ich mir einfach dann schwer tue, zu sagen, ich bin einer von ihnen. Ja, ich glaube, da spricht ganz, ganz was Wichtiges an. Da spricht auch etwas an, ich weiß nicht, meine sehr geehrten Hörer und Hörerinnen, ob sie das auch kennen. Denk mal, Tiroler kleine Orte, zugewandert sein, ein Zugroaster sein, nicht aus dem Ort stammen und trotzdem in dem Ort zu leben. Ja? Das heißt, so dieses Gefühl, okay, gehöre ich wirklich daher? Und ab wann gehöre ich her? Gehöre ich her, weil mein Vater daherzogen ist, weil mein Großvater daherzogen ist? Oder gehöre ich daher, weil ich herzogen bin? Also, ich glaube, das könnte auch ein Thema für Sie sein. Und ich glaube, das ist nicht so weit weg, das Thema. Ja? Os, was darf man denn einspielen? Ja, ich hätte gern das Lied Sanyari mit Ihnen. Es ist ein älteres Lied eigentlich aus der Türkei, aber durch eine neue Verfilmung auch ganz aktuell ist jetzt. Und es wurde bei einem Film, der vor kurzem im Metropolkino in Innsbruck auch zu sehen war, als Titelmusik von diesem Film gespielt und hat mich auch sehr berührt und deswegen würde ich gerne dieses Lied nochmal hören. Ja gut, ja dann spielen wir das gerne ein. Ja, meine Damen und Herren, Sie sind hier auf Freirad 105,9 zum heutigen Thema der Sendung Heimat und Sinn. Wir haben jetzt noch ganz einen interessanten Studiogast hier am Telefon, der aus einem anderen Kulturkreis stammt. Sie haben ja gehört, Shenai und Os kommen, beziehungsweise, ja, kommen ist so die Frage, gell? Also, dann teilweise hier geboren, dann in die Türkei und dann wieder zurück. Also, ist so die Frage, woher kommen, wie kommen. Und den Herrn, den ich jetzt da gern noch zu diesem Thema einfach mit einspielen möchte, wäre Eduardo Duran Rodriguez. Wie Sie schon hören, kommt aus einem anderen Kulturkreis, kommt aus Kolumbien, ja, ist ebenfalls in dem sozialen, psychologischen Bereich, hat ganz viel in dem Bereich Psychologie gemacht, ist Theologe, hat sehr viele Schulungen, Ausbildungen in dem Bereich gemacht. Ja, Eduardo, das Thema der heutigen Sendung Heimat und wie ich jetzt davor schon gesagt habe, du kommst ja aus Kolumbien. Wie lange bist du jetzt schon da? Ich bin schon seit über 2 Jahrzehnten in Österreich. Also genau gesagt seit Ende 87. Seit Ende 87. Ja, lange Zeit. Eduardo, Heimat, Zuhause, wo ist denn das für dich? Ja, für mich ist mit dem Begriff Heimat fallen mir sofort 2 Bereiche ein. Das erste ist natürlich diese geografische Gegend,
die mit einem bestimmten Klima und einer bestimmten Kultur und eben bestimmte Sprache gebunden. Und das andere ist es, ich würde so sagen, diese psychische, seelische Bereich, wo so von Heimat auch überall möglich ist, wo ich mich zu Hause fühle. Und da gibt es keine geografischen Grenzen, da gibt es keine Verbundenheit mit einer bestimmten Klimazone, sondern einfach dort, wo ich der sein kann, der ich bin. Auch wenn ich zum Beispiel in eine fremde Sprache mich ausdrücke, bin ich auch mit anderen kulturellen Gepflogenheiten konfrontiert bin, wo ich mich dort wohlfühle, da ist für mich Heimat auch. Ja, meine Damen und Herren, Sie hören Ähnlichkeiten, gell? Denk mal, auch bei Schenai, bei der Schenai zuerst, wo sie ja gesagt hat, so, ich sage mal, gelernt zu haben vielleicht auch als ein Anspruch, also auch nochmal das, die Heimat in sich selber einfach auch nochmal zu finden, beziehungsweise etwas zu seiner Heimat machen zu können, als, ich glaube, ganz, ganz eine wichtige Ressource, ja. Und das scheint ja für diese wohl auch ganz eine wertvolle, wichtige Ressource auch zu sein, Eduardo. Ja, das stimmt. Irgendwo oder mehr irgendwann habe ich ein Lied gehört, natürlich in Spanischen, vielleicht sage ich so den Text, mit dem Thema sehr übereinstimmen. Und es war so von der jüngeren Generation, von zwei Sängern, die gesungen haben, Lo que importa no es donde se nace, ni donde se muere, sino donde se lucha. Übersetzt bedeutet ungefähr, was ich schon vorher ausgedrückt habe, wichtig ist nicht unbedingt der geografische Ort, wo man geboren ist, sondern wo man das Leben stattfindet, beziehungsweise wo das Leben gespielt wird. Und es ist, es passt dieses Lied, das mir jetzt gerade einfällt, sehr dazu ein, dass man Heimat überall sein kann, wenn ich bereit bin, die neue Kultur anzunehmen und mit meiner Kultur in Verbindung zu bringen. Ja, vielen, vielen Dank, Eduardo. Also ganz, ganz ein wertvoller Beitrag. Ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Nachmittag, Eduardo. Dir auch und alle, die diese Sendung gerade hören oder später hören werden. Alles Gute und schöne Tage noch. Dankeschön. Dankeschön. Ja, ein schönes Lied, was er da beschrieben hat, der Eduardo. Ja. Schenai, Os, was ganz spontan, was würdet ihr denn unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben? Beziehungsweise, vielleicht fällt euch so spontan, gell, überfall euch jetzt damit ein bisschen, so ein paar Fragen ein, die, was sich die stellen könnten. Was vielleicht gut ist, so, was man sich von Zeit zu Zeit einfach mal stellen kann. Zur Heimat? Ja, also, vielleicht kann ich auch kurz die Sendung einfach zum Nutzer machen und mich bei sehr vielen Menschen auch ganz kurz bedanken, Markus, die mich unterstützt haben, dass ich Tirol, Österreich so schnell, beziehungsweise Innsbruck so schnell akzeptieren habe können, mich anpassen habe können. Ich rede jetzt von Einheimischen, von Österreichern, von meinen Freunden, Freundinnen, Kollegen, Kolleginnen, in verschiedenen Vereinen, die mich unterstützt haben. Und was ich so mitgeben kann an Hörer einfach, dass man wirklich nicht mit Vorurteile arbeitet, sondern dass man Menschen begegnen soll, dass man sie angehen soll, dass man mit ihnen sprechen und sie kennenlernen soll. Und dass dies einfach die ganze Situation erleichtert dann. Auch für den Migranten selbst. Und der fühlt sich dann auch verantwortlich für dieses Land, wo er lebt, und wird sich auch dann in ganz vielen Sachen
viel mehr bemühen und anstrengen. Und das tut uns, glaube ich, alle gut. Mhm. Danke. Schöne, liegt dir noch irgendwas so am Ende der Sendung so auf dem Herzen, beziehungsweise hättest du eine Frage, was sich so unsere Zuhörerinnen, Zuhörer stellen könnten? Also ich finde es sehr wichtig, wenn man sich die Frage stellt, einfach, wer bin ich oder wie möchte ich sein? Also als Migrant vor allem, wenn man jetzt in einem fremden Land lebt, dass man einfach, man muss gar nicht das, also die eigene Kultur aufgeben, sondern man kann das eben mit einer anderen Kultur verbinden, also von beiden was übernehmen. Und das ist dann sehr wichtig, also finde ich, also dass man den Weg machen soll oder machen, wenn man das machen kann, ist das dann, ja, sehr wichtig, finde ich. Also meine Damen und Herren, Sie hören, verbinden und nicht trennen oder aufgeben. Vielen Dank, dass ihr heute bei mir im Studio wart. Für mich ganz eine interessante Sendung. Ich hoffe, für Sie von Radiogeräten auch. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Ich wünsche Ihnen